Hallo meine lieben Freunde und herzlich willkommen bei Shenrage TV. Wir spielen heute Torna weiter. Und wir sind letztes Mal in Hyber angekommen. Der netten kleinen Stadt vor der Wüste Danak. Und wir brauchten alle unsere Medizin. Wir haben letztes Mal noch versucht, ein bisschen mit dem Kampfsystem noch ein bisschen rumzuspielen. Und jetzt brauche ich, wie heißt das Zeug, um das grüne Fass zu öffnen in Gormod, brauche ich Superkraft 2 und um Superkraft 2 zu, brauche ich Verwirrungs-Efeu. Superkraft 2 brauche ich, um ein Amulett der Weitsicht herzustellen, weil das Agents Lieblingsitem ist und das muss ich einmal benutzen, damit er Superkraft 2 lernt. Oh, hier ist noch eins, ich raste ab. Yeah, das kann ich öffnen. Slow and steady. Nice. Da ist auch nur eine Pollenkugel drin, das ist ja eine Frechheit. Wie viele von den Dingern habe ich denn mittlerweile mal? Das ist halt scheiße, dass man eine Quest im Questlog hat, die man nicht los wird. 31. So. Aber die Dinger gibt es halt nur aus den Kulissen. So. Hier gibt es jetzt Quechte. Benny, kommt vorbei, wann immer ihr könnt, okay? Ich will bald wieder mit Milton und Mikael spielen. Hier in Hyber gibt es kaum Kinder, die in meinem Alter, denen ich spielen kann. Daher ist es etwas einsam. Also bitte, kommt bald wieder vorbei, dann spielen wir ganz viel. Alles klar. Buzz. Gib mir was zu tun. Ihr scheint mir sehr fähig zu sein. Ich hätte da einen kleinen Auftrag für euch. Vielleicht habt ihr ja bemerkt, dass in der Nähe unseres schönen Dorfes Lykosenhausen. Ihr würdet mir einen großen Dienst erweisen, wenn ihr einige davon besiegt und mir etwas Lykosfleisch bringt. Normalerweise würde ich ja selbst auf die Jagd gehen, doch in jüngster Zeit sind die Viecher aggressiver als sonst. Damit würde ich allein nicht fertig werden. Ohne Lykosfleisch können wir doch keine Hyberfleischbällchen kochen. Und dann können wir das berühmte Gericht auf der Karte von Theos Gasthof nicht servieren. Außerdem möchte mein Sohn gerade nichts anderes essen und ich sehe ihn nicht gern hungrig. Werdet ihr uns also helfen? Wir verlassen uns auf euch. Ja, gut, Lykosfleisch habe ich ja sowieso am Start, glaube ich. Aktive Mission festlegen? So. Ihr habt das Lykosfleisch dabei? Und was ich euch gebeten hatte? Vielen Dank. Jetzt kann Theo wieder seine Spezialität servieren, zumindest für die nächste Zeit. Und mein Sohn kann Hyberfleischbällchen essen, so viel er mag. Also dann, ihr habt euch eine Belohnung verdient. Aber nun habt vielleicht bemerkt, dass wir hier nicht gerade im Luxus leben. Jeden Tag ist ein Kampf. Wie wäre es also, wenn ich euch das Rezept für Hyberfleischbällchen gebe? Für ein gutes Bauchgefühl. Theo ist vielleicht nicht recht. Theo, es ist es vielleicht nicht recht, dass ihr sein Geheimrezept mit jemandem teile, aber das ist sein Problem. Ich bin jedenfalls dankbar und ich hoffe, das Rezept wird euch gute Dienste leisten. Laura war davon nicht überzeugt. Hyberfleischbällchen. Nice. Direkt gestiegen. Zack. You have our gratitude. Buzz. So. Noch 3 Personen bis zum Stufenaufstieg. Abgeschlossen. I'm glad to have been of service. Spulensplitter. Oh. Technikheilung 2. This is becoming a nature makes a fine ally. Für Ijin sind die halber Fleischbällchen? Hm. Okay. Oh, ihr seid's. Was denn? Wollt ihr wissen, wie man in die Wüste kommt? Geht nicht über Olnards Pfad, sondern in die entgegengesetzte Richtung. Dann kommt ihr zur kreischenden Schlucht. Sobald ihr die wieder verlasst, liegt die Danak-Wüste direkt vor euch. Also für Lut, besucht uns doch mal wieder, auch wenn hier nicht viel los ist. Vielleicht machen wir das. Vielleicht aber auch nicht. So, was hat Theo? Theo hat Theo was? Warte mal. Was haben wir denn hier? Grüne Fässer! You're coming with me, treasure. 32. The suspense is killing me. 33. Keins? Das ist frech.
Als Ornelia hier wohnte, war das hier noch ein lebendiges Dorf. Jetzt ist es verlassen. Manchmal erinnern sich Leute an das Dorf und kommen vorbei. Deswegen hat mein Gasthaus hier immer noch geöffnet. Irgendwer muss die Besucher doch in Empfang nehmen. Außerdem kümmere ich mich um Ornelias Haus, damit es nicht verfällt. Naja, das hast du nicht so gut hingekriegt, aber... A for effort. So. Ich brauche immer noch diese Zutat. Verwirrungsefeu. Den Lavendel habe ich ja zum Glück eine Spawnstelle gefunden. Steht einfach so eine Truhe. Okay. Nehme ich. Technik gut. Ist hier ein geheimer Pfad? Mal eben herlocken. Damit, wenn er was droppt, ich das auch einsammeln kann. So. Ein Magnetsplitter, geil. Und der war stark, der Magnetsplitter. Der hat Jin, bei Jin alle Werte verbessert. So, weiter geht's hier. This is becoming addictive. Kreischende Schlucht. This is becoming addictive. Stufe 28. Guck, ab in die Wüste. This is becoming addictive. Verwirrungsefeu, ja, das ist Baum. Ein Baum. Ich weiß, wo Bäume sind, theoretisch. We made it. Okay, ich wollte gerade sagen, wenn ich den nächsten Reisepunkt gefunden habe, dann gucke ich mal nach. So, das werde ich jetzt auch machen. Und zwar hier tatsächlich am absoluten Startpunkt des Spiels. Wo die Level 1er und 2er Mobs rumlaufen. Hier sind nämlich Baumsammelpunkte. Helix Eva. Hier gab es auch 3 Special-Abbaustellen. Ja, das ist Blume, scheiße. Dann kriege ich eigentlich Pflanzenkunde Rang 2 und so. Kurzblatt, rote Kamille. Kurzblattkamille oder wie auch immer das. Das ist ein hier, das ist ein Dingsbaum. Einmal Pflanze, einmal Erz und einmal Dings ist hier. Wir kommen keine seltenen raus, das ist das Problem. Nichtsdestotrotz bin ich gewillt, noch ein paar Versuche zu wagen.
Wenn man nämlich wieder hinreißt, dann kann man die Punkte ja nochmal abbauen. Darfst du? Ah. Mysteriöses Wegblatt. Mysteriöses Wegblatt. Nicht das, was ich brauche. Auch nichts, was ich nicht brauche. Also, ich denke mal, das kann man schon irgendwo für brauchen. Rote Kamille. Engelsalbe findet man hier viel. Okay. This is becoming addictive. Aurora-Perle und Stolochnit. Okay, probieren wir es nochmal. Suche Verwirrungsefeu. We can't dally all day. Aren't we interested? I'm something of an expert. Ja, hier gibt's nur die mysteriösen Weltblätter, also hier komme ich wohl nicht weiter. Naja, gut. Kam mir gerade mal so in den Sinn. Hätte ja klappen können. Aber man kriegt aus denselben Sachen immer auch dieselben, also selben Punkten immer auch dieselben Sachen raus. Deswegen weiß ich auch, wo es Trauerlavendel gibt. Aromat, Silberflügel, Quarz. So. Okay. Dann Akquise, zack. Wieder zurück. Ja, schade. An den Punkten, die sind zwar so gelb, also so besondere Punkte. Aber leider nicht für Verwirrungsefeu. So. Was gibt's hier? Gecko-Zwiebeln, Pikmin, Glückssalat. Okay. Chanel. Da ist noch ein Erzabbaupunkt. Bismut-Palette, Murakmor Funkelstein. Was ist das? Murakmor Funkelstein, okay. Das merke ich mir jetzt auf jeden Fall. Chanel. Was soll das denn bloß? Hier ist überhaupt nichts. So ein Betrug. Wenn mir diese Noppon falsche Emotionen verkauft hat, dann kann ja auch was erleben. Hm, worüber ich mich so aufrege? Na, aber diese angebliche Schatzkarte hier. Die habe ich von einer Weile von Noreske von einem Noppon abgekauft. Ein echtes Schnäppchen, dachte ich. Da, wo es X ist, ist großer Glitzy-Schatz versteckt, hat der Kleine behauptet. Und ich habe es geglaubt. Aber jetzt haben wir schon die ganze goldene Zwillingsplateau abgesucht. Und was ist? Vom Schatz keine Spur. Naja, so wie es in Ores gerade zugeht, sollte ich mich wohl nicht über gefälschte Schatzkarten wundern. Es kann natürlich auch sein, dass mir einfach das nötige Talent fehlt, so einen Schatz zu finden. Ach, die Möglichkeit, dass der Schatz doch echt ist, lässt mir einfach keine Ruhe. Wollt ihr nicht danach suchen? Ihr könnt auch alles behalten, was ihr findet. Ich möchte nur wissen, ob er wirklich existiert. Also, viel Glück bei der Suche. Das ist natürlich logisch. Dubiose Schatzkarte. We shall handle it. Ja, klar, dann hin damit. So, was brauchen wir? 80. In diese Richtung. Blumen! This is becoming addictive. Trauerweizen. Ich brauchte mal Trauerweizen irgendwo für jetzt. Krieg ich davon so viele Milliarden, Millionen. Aren't we intrepid? Oh, Stufe 40. Ich gehe mal woanders lang. Oh, und erstmal hallo. Shen zu schwach. Kann nicht Miasma auflösen. Sable Wolf, 27. Was? Auf den Sack, Sack, Sack gibt's hier. Top. Look. Aqua. 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 Aq
Vollfleisch. Ein Volf. Hier wird gepfistet. So. Die meinen, die müssen mich angreifen. Dann greife ich zurück an. Hallo? Hallo? Wokon-Leopardo. Ich bin gerade völlig verwirrt. So. Okay. Die Mopeds hier wollen uns alle ans Leder. Das kann man machen. Wie hässlich. Dann noch so kleine Ads am Start, das ist natürlich richtig frech. Ja, gut durch. Komm schon. Vier. Wir haben kein Wasser drauf. Wieso das denn? Mensch. Sorry. So. Was haben wir denn? Eis, Wind, okay. Jetzt wird's ein bisschen kompliziert. Versuch's mal. Wieso bricht jetzt Erde? Ich kann jetzt kein Siegel brechen.
Das ist echt kacke. Okay, war jetzt reines Glück, dass das jetzt funktioniert hat. So, jetzt müssen wir nochmal Eis nehmen. So, jetzt ist es egal, was wir nehmen, deswegen nehmen wir erstmal Licht. So. Ich fange auch schon mal an zu brechen. Oh, da ist schon was gebrochen. Okay. Ich bin jetzt gespannt, was jetzt passiert. Gut. Okay, es bricht. Es bricht! Und ja, ich lag mit 5 Kugeln gar nicht so falsch. Oh. Das war auch noch kacke. Ich habe jetzt 4000 EP. Früh. Minos, was brauchst du denn für Ausgraben 2? Ach so. Ja gut, er bräuchte erstmal den dritten. Okay. Vergessen wir das? Gut zu wissen. Die sind ja nett, diese Viecher. Machbar auf jeden Fall. Aber man braucht 5. Also 5 Kugeln. Damit ein voller Metrabo zustande kommt. Das war, glaube ich, auch im alten Spiel so. Aber ich. Wasser. Oh nein! Du brauchst etwas zu trinken und zwar schnell. Ich würde nicht nur Leader, wenn ich eine Möglichkeit wie diese. Wasser. Bringt alles Wasser? So, Avocados bringen wird. Ah. Da geht's einem gleich viel besser. Ihr habt mir echt den Hintern gerettet, Leute. Palva heiße ich und mein Traum von Ruhm und Reichtum hat mich hier in die Wüste Danak geführt. Und ich bin kurz davor, diesen Traum in Realität umzusetzen. Es ist nur noch eine Frage der Zeit. Oh ja. Nun, eigentlich hatte ich hier auf einen Kumpel gewartet, bekam dann aber mordsmäßigen Kohldampf. Blöd nur, dass die roten Pollenkugeln, die ich hier in einem grünen Fass fand, meine Kehle so trocken gemacht haben. Ich musste deshalb mein ganzes Wasser auf Ex trinken. Wärt ihr hier nicht aufgetaucht, dann wäre ich jetzt tot. Wieso bist du nicht einfach wieder zurück nach Oresco gegangen? Na, ich wollte doch meine heiße Spur nicht verlieren. Legenden zufolge sollte man hier in der Wüste Danak Gold in Hülle und Fülle finden können. Und mein Kumpel und ich werden die Ersten sein, die in der Wüste nach dem Gold suchen. Punkt. Du, Adam, sag mal, die Sache mit dem Gold, ist da was dran? Nun ja, die Geschichte vom Gold der Wüste Danak kennt in Torna jedes Kind. Also handelt es sich tatsächlich nur um eine Legende? Pah, ihr haltet mich wohl für eine Schwätzerin, was? Immer mit der Ruhe, das hat hier niemand behauptet. Glaubt ihr etwa, wir buddeln hier in dieser Einöde nur wegen einem doofen Kindermärchens rum? Ich habe hier einen Apparat, der einen genau anzeigt, wo Gold zu finden ist. So, so. Was ist also dein Ass im Ärmel, ja?
Genau, das Ding hat mein Kumpel im Bergungstaucher, beim Bergungstauchen gefunden. Fehlt nur noch eine Schwerkraftkupplung, um es wieder zum Laufen zu bekommen. Dieses Gerät erscheint mir recht unspektakulär. Palva! Du dann leicht verspätet. Bittet viermal um Verzeihung. Leicht verspätet, wegen dir wäre ich fast Dörrobst aus mir geworden. Entschuldige, Pon. Ach, sieh an, dich kennen wir doch. Nunu sind dieselben Freunde, die du dann aus der Patsche geholfen haben. So sieht man sich wieder. Sekunde mal, du kennst diese Leute, du dann? Jawohl, waren gigantöse Hilfe bei Beschaffung von Schwerkraftkupplung. Wie klein die Welt doch ist. Aber genug geplaudert, wir sind hier schließlich nicht zum Vergnügen. Wird Zeit, dass wir den Goldschnüffler 4000 zum Laufen bringen. Du dann schon dabei. Fertig. Und? Läuft das Ding wieder? Wenn du dann Schalter umlegst, wird Gerät deiner Wüste durchkämmen und vergrabenes Gold ausbuddeln. Theoretisch. Wow, wirklich beeindruckend. Ein wahres Wunderwerk der Technik. Also dann, du dann, mein alter Freund. Daumen gedrückt, auf dass wir zwei schon bald im Gold baden werden. Schalterumlegung jetzt. Seht mal, was da kommt. Und, hat das Ding was gefunden? Du dann? Scheint, als ob der Goldschnüffler 4000 eine Erkältung hat. Jedenfalls hat er kein Gold erschnüffelt. Nu, du dann wohl ist noch ein findiger Technikbuster wie angenommen. Verdammter Taugenichts! Ich habe mein ganzes Erspartes in die Reparatur gesteckt. Sieh zu, dass das Ding auch was findet, und zwar schnell. Gerät braucht Generalüberholung von Experten. Am besten wirren Erfinder in Hauptstadt fragen oder andere Personen, Fachwissen von du dann erschöpft. Der arme kleine Kerl sieht ziemlich niedergeschlagen aus. Hey, wolltet ihr mir nicht helfen? Auf Dudan kann ich mich ja nicht mehr zählen. Also bleibt nur noch ihr übrig. Wieso eigentlich nicht? Ich wüsste ehrlich gesagt selbst gerne, ob an dieser Wüstengoldsicher was dran ist. Dem schließe ich mich an. Meine Neugier wurde ebenfalls geweckt. Dann lasst uns mal jemanden suchen, der sich mit Maschinen und solchen Kram auskennt. Wie Ansehen gesunken. Was hab ich denn damit zu tun? Was ist denn das für eine Scheiße? Das ist eine Frechheit. Was war das denn jetzt? Wieso? Ich mache eine Quest und dann sinkt mein Ansehen? Das ist ja eine Frechheit. Dass Hugo den Glück oder finde einen fähigen Tüftler in Rasko, der sich da zeigt. Wie kann ich Hugo das machen lassen? Das ist ja eine absolute Frechheit. Ach so, scheiße. Rollentausch, bub. Falsche Taste, sorry. So. Was für mich an Land gezogen. Sie sah genauso aus wie eine Goldsammlermaschine, die ich als Kind mal in einem Bilderbuch gesehen habe. Wusste sofort, dass es ein Zeichen war. Dun hat sein Bestes gegeben, aber er ist nun mal kein Technikexperte. Da brauchen wir uns nichts vormachen. Würde ihr den Abrat zu jemandem bringen, der sich mit Reparatur von solchen Techniken auskennt? Wenn mal in der Sparte sind diese Expedition gestellt, dann kann ich nicht mit leeren Händen nach Hause kommen. Okay, ich vermute, ich brauche ein Dings. Bums. Ein Lagerfeuer oder so. They've spotted.
Duo-Kämpfen macht bestimmt Spaß. Spada. Okay, mit Hugo kämpfen macht richtig no Spaß. So, deswegen Aufstellung. If you wish, Laura, by tomorrow please transcribe 100 pages of one of the Tornan epics. Write a treatise on an Ardanian philosopher of your choice and read a volume of history. Sorry, nature makes a fine out of my literature. Kinderwende. Okay. Oh. Mehr ist mehr besser. So, ich suche aber eigentlich. Guck, ob wir es nochmal hinkriegen. Wir brauchen aber mindestens 5 Kugeln. So, da kommt die erste. Zwei von denen ist ein bisschen krass. Komm, Licht muss auch noch drauf. Ah, das ist ungenockt zu werden. Na komm. Ich muss den töten, sonst bin ich Matsche. Oh, wieder nur 4. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Jin, I'm trusting you. Earth, Electric, Wind.
trifft gegen Wind. Aber warum? Ach, scheiße, ich krieg keinen gebrochen, ey. Die drei Elemente habe ich leider. Ist aber auch wurscht, weil im Moment geht's gerade ums Überleben. Vielleicht kriege ich das ja nochmal dorthin. Oh, ist auch noch ein kleiner dazu gekommen. Holy shit. Feuer habe ich drauf. Licht habe ich drauf. Ich bin noch drauf. Ja. Ah, sieht gut aus. What? Wieso ist er denn aus der Rage? Wind habe ich drauf. So. Electric. Wasser. Ist schon tot. Young Master Hugo, we're not going too fast for your young legs, are we? I'm fine. You do not worry about me. Aren't we intrepid? Ehrgeerlich. So. Na, 44 könnte ein bisschen zu hoch sein. So, wo ist denn dieser verkackte Schatz? 54 Meter in die Richtung? Nee. Ja, wenn die übereinander sind, wie soll ich das lesen? Manchmal. Ja, genau. Genau in derselben Richtung, wo jetzt auch mein Dingsziel ist. Das war doch vorher nicht so. Ihr habt richtig Lust, ne? Dump-Explosion. Keep it going! Lead the rear guard to the
will burst. This is far from over. Excellent. Swap with me, hey? Cloud burst! Elemental burst! No mercy! Magnificent. 30.000. Wer macht hier am meisten Bums, ist die Frage, ne? Gibt auf jeden Fall gut EP hier. Mal 100 war jetzt nicht so viel, aber... Sonnenzahnrad. So. Oh, hallo. Morg der Schlafwandler. Morg von Ork. Giftdusche klingt schon mal nicht so geil. Jetzt die Chain gemacht, ey. Okay. 6. Wir sind nicht dumm, wir haben Wasser drauf, also fangen wir mit Feuer an. So, und fürs nächste Mal Mithra mit Licht. So. Und jetzt hauen wir nochmal Feuer rein, damit wir Einbruch haben. Wir haben Wind nicht drauf, obwohl ich es gerade gemacht habe, komisch. Egal, dann werde ich jetzt mal
Wind und Eis, was ist das? Elektro ist das Gegensatz zur Erde. Dann mach ich gleich Adam. Nee, gar nicht. So. Muss ja Mishra machen. So, hier brechen wir schon mal. Fangen wir schon mal an, Feuer zu brechen. So, nochmal Wind. So. Wasser. So, muss ich die Erde brechen. Mit Elektrik mache ich das. Okay, das kann ich gleich mit Adam machen. Da kann ich jetzt erstmal Schaden machen. Jetzt haben wir einen kompletten. Jetzt habe ich ihn auch noch verkackt. I almost do not want to turn it on our foes. Now that's what I call decisive. So. 1400 EP. Das war witzig, weil es war doch viel weniger, als der Mob vorhin gegeben hat. Es kommt dann auch drauf an, wer den letzten... Oh. Alter, was ist hier denn los? Tränenlavendel, holy shit. Rattenring. Ach so, jetzt weiß ich auch warum. Ich bin so dumm, ey. Ich muss doch die neue Mission anmachen, ey. Die Mission auch die anmachen, die alte. Dann weiß ich auch, warum ich hier die ganze Zeit falsch latsche. Scheiß-Shen. You're coming with me, Treasure. Ja. Deswegen ergibt es auch nicht unbedingt Sinn, mehr als 5 drauf zu machen. Weil man hat da nur mehr Auswahl, aber die Combo endet ja bei 5. Bei einem kompletten Elementarburst. Combo endet dort, Jord. So. Ich muss irgendwie noch eine Etage höher, ich weiß noch nicht wie. Ach nee, das ging nicht. Talente unzureichend, ja, danke. Ja, muss mal eben gucken, wie ich da hoch stratze. Insektenjäger, okay. Das wäre hier wahrscheinlich auch vom Vorteil. Es sei denn, diese großen Viecher zählen nicht als Insekten, aber ich denke schon. Steh auf, Grille. Geil. So. You're coming with me, Treasure. Something's buried down here. Don't have to tell me twice. Oh yes. Hohe KP-Angriff. So. Dann bringen wir das doch mal weg.
Und den konnte ich nicht ausgraben? Warte, Noob. Voll der Noob. Was? Ihr habt den Schatz tatsächlich gefunden? Und das war Steck? Da hat dieser Noppon also tatsächlich die Wahrheit gesagt. Oh Mann, da habe ich ja glatt einen Unschuldigen verdächtigt. Danke, dass ihr die Wahrheit ans Licht gebracht habt. Wie versprochen gehört der Schatz euch. You really shouldn't have. Das ärgert mich ja jetzt, dass der komische Noppon da wieder draußen ist, ne? Frechheit. Und ich weiß auch gar nicht warum. Ich schaffe eine Quest, indem ich da diese komischen sauren Avocados abgebe und mein Ansehen sinkt, weil ich dir geholfen habe. So, Tagsicht 2. Nice. Dubiose Schatzkarte. Juckt es euch, wieder einmal in den Schätzen zu suchen? Hm, ach, ihr sucht Oresco. Ja, aus dem kreischenden Schlucht kamt, habt ihr den Turm da gesehen? Das ist der Palast Aureus. Wenn ihr dorthin erreicht, auch Oresco. Aber Vorsicht. Die Monster in der Wüste Danak sind stark. Müssen sie wohl sein, um dort zu überleben. Okay. Lass mal gucken, ob ich hier jetzt bei Hugo dieses Ding reparieren kann oder so. I'm a little nervous, to tell you the truth. Gold Detektor. Scharlachfeder. Okay, so viele Maschinenabbauplätze hatte ich ja nun nicht. Aber das ist jetzt das Falsche. Ich muss jetzt den Goldschnüffler hier reparieren und dafür fehlt mir nur eine Scharlachfeder. Okay. Das kriege ich ja wohl hin. Ach, diese Nonsensdinger hier mal wieder durchgehen. Wir müssen nur die Nagelwüste durchqueren und schon stehen wir vor Oresco, richtig? Richtig, die Wüste ist lebensgefährlich, aber man kann den Palast von dort erkennen. Verirren ist also unmöglich. Er muss sehr hoch sein, um aus großer Entfernung sichtbar zu sein. Und wenn du davor stehst und versuchst, die Spitze zu betrachten, tut dir ganz schnell der Hals weh. Die Technologie von Torna gilt als die Speerspitze der Wissenschaft. Solche scheinbar grenzenlose Architektur ist dafür nur ein Beispiel von vielen. Was sie hier an Baumaterial gebraucht haben, müssen sie dann wohl bei Adams Häuschen in Alette einsparen. Hahaha. Ja, die Plaudereien sind relativ nichtssagend. Okay, ich brauche eine Scharlachfeder. Dafür brauche ich Abbauorte. Abbauorte. Also hier ist einer. Change of pace. All right, remind me why we're here. This is becoming addictive. Even on familiar ground, we must this stay vigilant. This is becoming addictive. So. Irgendwoher habe ich sie ja jetzt. Wahrscheinlich aber. Aber woher? Ich kann einen Golddetektor bauen. Gucken wir mal in. Gormod, hier gibt es auch eine am Hafen. Mal eben hinreisen. Ist ja kein Problem für die, offensichtlich. Quite the voyage. You remember our destination, don't you? Aren't we intrepid? Scharlachfeder. Siehste? Es geht doch.
So, dann müsste ich den jetzt bauen können. Dann ab zum... Ja, kann man direkt in der Wüste machen eigentlich. Da ist ja auch ein Lager. Kurzen Schluck trinken, bei so viel Sabbelei wird immer der Mund so trocken. Remind me why we're here again? Aren't we intrepid? So, Hugo's Goldschnüffler. I'm a little nervous, to tell you the truth. Phew, finished. Ich müsste auch mal wieder übernachten, aber das mache ich jetzt nicht. Goldfieber. So, dann gehen wir mal zum Goldfieber hin, ne? Mal die Mission hier. Ich möchte nämlich mein Ansehen wieder haben. Das ist nämlich eine absolute Frechheit, dass ich mein Ansehen verliere, wenn ich hier Quests mache. Ich meine, das wurde auch noch nie erwähnt, dass man das überhaupt kann. Ansehen gesunken. Sieht fast aus, als wäre das falsch einprogrammiert worden, aber gut. So. Verstehe ich das richtig? Der Apparat wurde umgebaut? Sieht's aus. Bleibt abzuwarten, ob diese Umbaumaßnahmen auch zum gewünschten Erfolg führen. Ach was, das klappt schon. Dieses Mal funktioniert's bestimmt, hoffe ich mal. Und die Hoffnung stirbt ja bekanntlich zuletzt. Oh je. Zuversicht ruckizucki Richtung Nullpunkt gesunken. Du dann wird bei Schalterumlegung ganz fest beide Flügel drücken. Nun hört schon auf zu reden, macht endlich. Was sie gehört, du dann. Also, dann aktivier das Ding mal. Schnüffelmaschine wieder zurück. Oh. Und nicht mit leeren Händen, wie es aussieht. Was kann das nur sein? Von lauter Sand erkennt man noch kaum etwas. Hoffentlich Gold, und zwar jede Menge. Oh Mann, ich platze gleich vor Spannung. Wollt ihr euch den Fund nicht mal genauer ansehen? Also gerade wir. Naja, wenn sich ein Monster unter all dem Dreck verbirgt, glaube ich, darüber brauchst du dir keine Gedanken zu machen. Ach ja? Gold. Tatsache. Also war an der Legende vom Gold in der Wüste Danak doch was dran. Palvas Traum ist endlich wahr geworden. Klatsch, 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 klatsch. Also, ich weiß ja nicht. Vielleicht handelt es sich nur um Gold, das Händler auf der Reise durch die Wüste verloren haben. Ich würde zumindest das viele Kleingeld erklären. Was für ein Reinfall. Ich fasse es nicht, dass wir uns für ein paar läppische Münzen derart den Arsch aufgerissen haben. Da hätte ich ja zu Hause mit der Zucht von Amas Merkohle machen können. Na komm schon, du sei doch nicht so geknickt. Expedition mit Palva war super lustiger Zeitvertreib für Dudan. Stimmt. Ich hatte selten so viel Spaß. Wenn man mal von dem Verdursten absieht. Und danke euch nochmal für die Hilfe, Leute. Tut mir leid, dass ich euch das alles für die Katz war. Macht ihr darüber mal keine Sorgen. Schließlich war dieser Ausflug auch für uns recht unterhaltsam. Aber sowas von. Traum von Gold war schöner Kurzurlaub von grauer Realität. Könnte ich jetzt bitte mein Ansehen wieder haben? Thank you. Ja. Thank you. Danke, Pom, für die Hilfe von Kaching Scheffelplan. Duna hat nie für möglich gehalten, aber ist auch noch reich. Wie kann ich das? Gut, okay. Ich krieg ihn wieder zurück. Ich krieg ihn wieder zurück. Ein Glück. Ein Glück, ein Glück. Ich krieg ihn wieder zurück. So. Frechheit. Was der weg war. Frechheit.
So, ich sehe auch, guck auch gerade schon wieder auf den Tacho. Wir haben schon wieder unsere Stunde erreicht. Das ist schade. Ah, Schlüsselerfolg. Oh, ja, ich muss jetzt mal einmal die Dinger durchgehen. Schlüsselerfolg, Stufe 4. Das hat wohl ordentlich Dings gegeben. Ordentlich Harmonie hier. Ah, guck an. Zack. Oh, und auch direkt. I feel like there's more to this blade than cutting down fools. Flinke Klinge. Den Dinger, das wird so schnell zu führen, dass es unsichtbar wird. Zu den Items hergestellt. Auch beim Kochen gebe ich alles. You can rely on me. Looks like you. I need to learn more. Situation. Ein Taschenlöser müsste lösen. Desserts. Okay. I'll handle this. Die gehen ja richtig steil hier. Was ist denn da los? I cannot disregard. Anti-Falten-Bagel. Ja, so ein Anti-Falten-Bagel, den gönnt man sich. So, damit wir heute aber nicht ganz ohne Story weggehen, renne ich jetzt nochmal kurz zur Hauptstadt. Cutte den Weg dahin auch raus, damit wir nicht so viel Zeit verlieren. That's not right. What's not right? This Titan. Why isn't it in its real form? You noticed. What do you mean? That isn't the original form of the Tornan Titan. In ancient times, the Tornan Titan held awesome power. Torna made use of that power to dominate all the rest for 1,000 years. But the power was shut away in the reign of Alektos the First. Since then, the Titan has looked like this. See that glowing sphere in the castle tower? That forms the seal. Is that what Malus is aiming for? Why would he do that? Wouldn't it be a threat to him too? Truthfully, I don't know myself. But in any case, if he makes a move for it, it is clear what we must do. Agreed. You can see the palace in the distance. We should head there first. Offer our report to His Majesty. So, naja, wir sind in Oresco angekommen und gleichzeitig gilt das als Ende unserer Folge, meine lieben Freunde. Das war doch schön. Auf jeden Fall werde ich wahrscheinlich noch ein bisschen zurück in die Wüste gehen und ein bisschen leveln außerhalb von den Let's Plays. Weil ich finde, dass man das da ziemlich gut kann mit den ganzen Mopeds. Und ab und zu habe ich einfach mal auf dem Klo nichts Besseres zu tun. Und damit ich für künftige Quests, die wieder viel zu hoch gelevelt sind, auch gewappnet bin, werde ich mich dann ein bisschen am Leveln betätigen und vielleicht ein bisschen den Golddetektor farmen oder so hier für Sammelpunkte und so. Das ist ja alles so Quatsch, den man eigentlich nicht im Stream machen muss, beziehungsweise im Let's Play. Deswegen mache ich das wahrscheinlich außerhalb und man kann das Ding ja rumtragen, warum soll man das nicht mal ausnutzen?
Also gut, meine lieben Freunde. Ich danke euch fürs Zuschauen und wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss.